Frauen gleichzeitig ist sehr gefährlich. Das dürft ihr nicht machen. Okay? Auf nach Köln. Nicht gestärkt. So, und morgen werden dann in den Räumlichkeiten ein Vortrag abgehalten, eine Präsentation besser gesagt. Ja, dann gucken wir nochmal, wie es dann weitergeht. Bis dann. Zum Schlüsselmacher. Ja, wir haben Auftrag gekriegt, zum Schlüsselmacher zu gehen. Der Plan ist hier. So, jetzt haben wir mitgekriegt, dass wir voll falsch gelaufen sind. Schon als wir aus der Tür raus sind. Volle Kanne, aber. Sehr gut. Ist ja bloß eine kleine Stadt. Ja, da kann man sich ja überhaupt nicht verlaufen hier. Voll dokumentieren. Das war das erste Fahrrad, was der Marius aus Versehen mitgenommen hat hier. Volle Kanne, Alter. Ja, die stehen hier überall am Straßenrand, so an der Seite dran. Ja, nö. Nee. Gleich nächstes Block, 300 Meter. Oh. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Und von links. Dann nächst rechts. Da muss der Schlüsselmacher auch irgendwie sein. Obst, ganz wichtig. Obst und Gemüse, ganz wichtig, wenn man zum Schlüsselmacher geht. Der Mädels. Aber wie weit ist denn eigentlich noch? Zum Schlüsselmacher. Mhm. Keine Ahnung. So, zurück vom Schlüsselmacher. Den Schlüssel haben wir nicht gekriegt. Naja, wer weiß. Den Schlüssel haben wir nicht gekriegt, nee. Wir haben viele Sachen gesagt bekommen. Ja. Ja, Weisheiten. Ja, definitiv. Das sind alles versteckte Botschaften gewesen. Mal gucken, was wir damit machen. Aber jetzt sind wir gleich. Du musst aufpassen und ich bin kein Deutscher. Ja, ich weiß, dass wir oben sind. Sülzburger Straße. Sülzburger Straße? Hm. Wir müssen Sülzkopf. Hä? Wo sind wir jetzt? Ich guck mal auf meinen Zettel. Der Modellladen. Ach ja, hier ist. Und hier ist der Mond aufgegangen. So, 3 Stunden sind wir jetzt hier in dem Quartal herumspaziert. Und das Dixie-Scheiß ist unser Lebensretter. Jawohl, und am Dixie-Scheißhaus haben wir uns immer orientiert hier vorne. Genau. Das ist das einzige Ding, was man sich merken kann. Orientiert kann man es nicht sagen. Wir sind 3 Mal da drin rausgekommen, ja. Und wir haben gemerkt, ja, dass wir noch so viel weitergekommen sind. Ja, jetzt wissen wir es, ne? Kein Thema. Sehr schön. Jetzt sind wir richtige Kölner, jetzt kennen wir uns aus hier. Gut, gestern der Tag war zu lustig. So, mal gucken, ob der Abschleppdienst das Auto noch hat irgendwo hier. So, der Montag lief einwandfrei. Der Dienstag ist komisch hier in Köln, auf alle Fälle. Ja, zumindest haben wir durch unser Navi so halb Köln jetzt kennengelernt. Steht wieder nicht da.
Aufnahme steht, weil ich habe es schon oft gehabt, da habe ich aus Versehen zweimal drauf gedrückt, dann jetzt kurz Aufnahme und dann nicht. Ja, genau. So, fein. Heute ist unser freier Tag und heute gucken wir uns Köln mal bei Tag an. Das kann doch schief gehen. So, also dann schön. Wir sind jetzt das erste Mal die Bahn eingestiegen und sind ganze zwei Stationen gekommen. So, jetzt muss man mal gucken, wo es hier Richtung Stadt geht. Los hier. Ja, zumindest einen Dom haben wir schon mal gefunden. Ach, da können wir dann mal vorbeigucken. Thai-Massage, direkt neben dem Dom. Thai-Massage. Ach so. Also gebaut haben sie ganz ordentlich dran. Jetzt könnten langsam mal die Maler kommen, wa? Das ist ganz dreckig. Ganz schönes Schiff. Ist das getroffen worden von ein paar Bomben? Haben sie bestimmt nicht getroffen, oder? Aber es sieht so aus. Ja, hier das Dach haben sie neu gemacht, ne, irgendwie. Hier oben. Ja. Das ist komplett neu. Ganz schön zusammengehauen. Ein bisschen. Krass. Sieht aus wie Alien-Architektur, ey. Ach, da schau her, Bedini-Motor haben sie auch mit drauf hier. Was? Hier unten Bedini-Motor. Ja. Das ist ein Kreuz. Und das siebeneckige Stadt. Ein paar Pyramiden. Naja. Es geht los mit dem Saturn, ja. Rechts unten. Cool. Ganz oben ist wieder das Kreuz, ne? Da ist doch. Oder das Adler? Der Adler ganz, ganz oben, das oberste Fenster. Aha. Aha. Schönes Ding.
haben wir denn da alles? Ritter ohne Kopf. Aha. Ja. Da ist der Kopf. Der zeigt uns den Finger, oder? Ja, sicher. Ja. Ja, ne? Volle Kanne. Aber auch irgendwie zeige ich mal. Oh. Was haben wir hier oben? Pro hominibus constitutus. Aha. Ich muss Schluss aufmachen. Ein Knacken. Da haben sich alle Nägel gedrängt und Angst haben. Oh. So hier. Jetzt du. Warte mal. Wie, was? Hier, da in der Mitte, der Jesus. Oh. Da oben drüber? Jetzt haben wir. Dort zeigt nicht die Finger oben. Hier. Hier. Ist das der Stinkefinger? Nee. Nee, oder? Ist einer da oben, der Zeigefinger. Oder ist es der Stinkefinger? Hier, das ist. Eins, zwei. Das ist der Stinkefinger. Die Tür. Ja. Krass. Der Griefel. Schön. Hier scheint es auch normale Leute zu geben. So, erstmal einen Kölsch trinken. Toiletten im Brauhaus. Hm. Ah, das funktioniert besser. Sehr gut. Okay, Brauhaus auch ausgekundschaftet. Kann man empfehlen, ne? Von den Preisen her auch ganz moderat. Direkt neben dem Dom. Mhm. Die haben sogar Schnaps. Oh, Frühschnaps gibt's auch. Ja, ja. Na gut, dann auch erst zu späterer Stunde. So, jetzt auf in Zoo. Oh, das ist hier in der Nähe vom Zoo. Wir sind nicht drin, sondern außerhalb. War dann doch etwas happig gewesen für einen Tag. Ah, das hier finde ich mal interessant, das Graffiti. Das ist es mal wert, verbreitet zu werden. Was steht hier? SOS. Alles klar. Aufnahme. Und wieder versucht Köln bei Nacht zu glauben, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Stiefeln wir los Richtung Straßenbahn. Diesmal haben wir wieder einen Plan. Ja. Mal gucken, ob der diesmal stimmt. Ich glaube schnell. Okay, bis später. Für die krassen scheiße Kinderriegel-Gangster. Ja, ein Apfelgangster. Ab ins Ghetto. So, kleiner Tipp für Leute, die das erste Mal in Köln mitten in der Nacht U-Bahn fahren. Hier war ich noch nie. Also hier war ich noch nie. So nah war ich dem Teil noch nie gewesen. Ja, richtig. Dann weg zurück. Wir gucken erstmal nach dem Plan. Ich weiß, die letzte Straßenbahn wollten wir nur mal kurz aussteigen, wo wir sind, und sind dann nochmal reingekommen. Jetzt stehen wir irgendwo in Köln. Keine Kohle mehr einstecken. Und ich glaube, unser Ticket ist so abgelaufen. Ja, heute ist Morgen. Ja. Ah, das sind Tests, ey. Ich kann euch sagen. Scheiße. Jahrelang ist. In Treuen passiert doch nichts mit den Schuhen. Hier Köln hat zu der geäxt.
kurz vor dem Ziel. Wir haben die Schuhe im Geist aufgegeben. Und Wadenkrämpfe haben wir. Also, nachts in Köln bis maximal um 1, ne? Ja. Fahren die Bahnen. Ja. Haben wir mitgekriegt. Ich bin fertig. So. Heute verlassen wir Köln. Noch haben wir es gepackt. Ja. Und es schneit. Schönes Wetter haben wir. Genau. Und jeden Tag eine Viertelstunde Auto warm laufen lassen, damit die Batterie wieder ein bisschen Saft bekommt. Jedes Mal. Nee, erst müssen wir uns sogar Fremdstarthilfe geben lassen. Weil wir wieder im Lidl waren. Ja, weil wir im Lidl gewesen sind. Aber haben diesmal nichts gekauft. Das ist das Komische. Ich glaube, nur die Präsenz im Lidl reicht aus, damit dir was Blödes passiert im Leben. Ja. So, und als krönenden Abschluss sind wir auch noch mal in der Flux-Werkstatt zu Besuch. Ah, oh, und da ist das große Megakonverter-Teil. Megakonverter, Mini-Megakonverter. Offizielle Bezeichnung. Vision Blue Mini-Megakonverter. Mit einer Ebene rechts, einer Ebene links. Die Rotoren sind gegenläufig. Ein paar Magneten dran. Und das, was hier in der Mitte jetzt so schön blinkt, ist praktisch jetzt hier in der Mitte von den zwei Platten die Generatorspule. Ja, und mit den LEDs hier, hat der Meister der Fluxwerkstatt mir gerade eben erklärt, kann man dann wunderbar erkennen, ob man die richtige Drehzahl hat. Weil es gibt dann einige Drehzahlen, da leuchten die dann fast durchgängig. Jawohl. Und ich denke mal, so was Ähnliches wird auch im Kit damals drin gewesen sein, oder? Nur halt mit roten LEDs. Damals gab es noch keine blauen LEDs. Ja, jetzt können wir praktisch Kit 2.0 mit blauen LEDs basteln. Aber trotzdem. Schon ein sehr geiles, professionelles Teil. Da kannst du tagelang testen, ne? Okay, bis später, Leute. Ja, und das ist es fast, die Einstellung. Alle drei blauen LEDs. Ja, es kommt noch wieder ein bisschen aus der Drehzahl raus, aber kurz hat man es so gehabt, dass alle zur selben Zeit durchgängig geleuchtet haben. Ja, und jede LED ist hier praktisch eine Halbwelle. Es sind praktisch drei Phasen in der Mitte drauf. Und jeweils eine LED symbolisiert dann eine Halbwelle. Und wenn alle zur gleichen Zeit leuchten, ja, da ist der richtige Punkt dann gefunden. Und PNP, NPN-Ansteuerung. Aber hier unten sind dann die originalen Langzeittestvideos verlinkt. Da könnt ihr dann mal gucken. Das Teil hier gibt es auch noch zu sehen, dann auf dem Flugswerkstattkanal. Wimhorst-Maschine ist Originalbezeichnung, ne? Jawohl. Ja, Hochspannung erzeugen mit kleinen Aluplättchen und mit Bedini angetrieben. Bedini-ähnliche Ansteuerung, so richtig rein Bedini ist jetzt gar nichts mehr, aber hat immer noch ein bisschen was damit zu tun. Ach, hier geht's vorwärts. Ich freue mich. Jawohl. Markus macht mal eine ruhige 15. Das war eine ziemlich anstrengende Woche, ne? Ja. Aber hier ist das nächste Teil. Der induktive Fluxtisch. Ist das die offizielle Bezeichnung? Mal gucken. So richtig sicher sind wir da uns noch nicht. Nur die Fluxion. Jawohl. Kann man hier mit, wenn man nur mit der Hand drauf geht, die Lampen anleuchten lassen. Ja, die kann ich sogar ausmachen. Ha. Heute klappt's. Gestern hat es nicht so gut geklappt. Eine normale Plasmakugel unten drunter. Und LED-Streifen rundherum. Und schon kann man da richtig lustige Sachen mitmachen. Kondensator angeschlossen. Ach, die ganzen LEDs sind jetzt alle nur an einem Kondensator angeschlossen. Ja. Alles klar. Okay. Das ist drahtlos Energieübertragung. Mit Steuerung. Mhm.
Da kann man geile Möbel draus basteln, du. Ja, Möbelmesse war jetzt erst in Köln gewesen. Mal gucken, was die nächstes Jahr dann für Möbel haben. Mit integrierten Batterien und... All inclusive. Wenn man in die Nähe kommt, geht das Licht an. Ein geiles Teil.